Gut, im Hintergrund ist jetzt mein Wasserflugzeug, ist eine Piper PA-18 Super Cup. Ist Baujahr 1953, etwas jünger als ich. Und jetzt fliege ich täglich damit über der Mosel. Gut, meine Pilotenlizenz habe ich erworben 1975. 1983 die Wasserflugberechtigung in Kanada. Ich habe damals nie gedacht, dass ich die Genehmigung bekomme. Aber die Genehmigung wurde erteilt 2001. Und jetzt bin ich der Einzige in Deutschland, der Wasserflug ausbilden darf. Ich darf prüfen, der die Landerechte hat, auf der Mosel mit einem Wasserflugzeug zu operieren. Es macht mir richtig Spaß, diesen Job zu betreiben. Gut, wenn ich über die Mosel fliege, ernte ich ein Potpourri der Gefühle. Es ist einmalig. Jeder Flug ist anders. Und ich muss sagen, ich fühle mich da richtig wohl. Ich möchte gar nicht mehr runter. Man sieht die Berge, die Landschaft und man sieht die Winzer in den Weinbergen. Ist unbeschreiblich. Das kann man mit Worten gar nicht ausdrücken, was man so in einem Flug erlebt. Als Flugrevier ist die Mosel prädestiniert. Die Mosel hat ja viele Windungen. Der Wind kommt aus einer Richtung und alle paar Minuten habe ich den Wind von rechts, von links, von vorne, von hinten. Man muss auf die Schifffahrt achten, man muss auf die Hochspannungsleitungen achten, auf Brücken, auf das Federvieh, Ente, Schwäne, auf der Mosel. Man muss Respekt haben davor. Ich habe keinen Rückwärtsgang, bin von Wind abhängig und das ist eine Herausforderung. Wenn jemand meine Gegend hier besuchen würde, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen Winzer zu besuchen, vielleicht bei der Weinernte mithelfen. Jeder Winzer freut sich und das ist kostenlos. Ja? Und das ist ein unbeschreibliches Erlebnis, wenn man abends zurückkommt, man hat im Weinberg mitgeholfen, man trinkt einen Federweißen und schickt Zwiebelkuchen. Den Urlaubstag vergisst man nie. Gut, ein spezieller Ort ist natürlich Bernkastel-Kues. Und hat sehr vieles zu bieten, ein Weinmuseum, ein Automuseum, die Schleuse zu überfliegen, nach der Schleuse zu wassern, unter der Brücke durch in Bernkastel und man sieht dann rechts und links die Touristen, alle sind am Fotografieren und das ist natürlich ein Highlight in der Fliegerei. Das Dreidimensionale, würde ich sagen, ist das Tollste am Fliegen. Ja? Man fühlt sich frei. Aber ich fühle mich hier an der Mosel am wohlsten. Ja? Hier gibt es Berge, es gibt Wasser, es gibt Wein, es gibt alles Mögliche und hier fühle ich mich halt eben zu Hause. Und hier gefällt es mir sehr gut. Hier möchte ich auch bleiben.